Leute, weiter geht's in unserem Let's Play von Spider-Man. Martin Lee ist auf dem Weg in den U-Bahn-Schacht. Der Zug bewegt sich. Lee entkommt. Oh oh. Endlich. Sorry, bin zu spät. Passiert mir dauernd. Warum tun Sie das? Was soll ich tun? Ich begleiche eine Schuld. Ich bleib wohl besser auf Distanz. Okay, also auf Distanz. Hat nicht geklappt. Ich sollte besser abwarten. Wow! Er ist verletzt. Okay. Er wird wohl langsam müde. Schnell jetzt, bevor er sich erholt. Sie sind krank. Ich will Ihnen helfen, Martin. Wow. Ah, Mann! Oh Mann, du musst da hoch, Christian. Ich will Ihnen nicht wehtun. Nichts kann mir wehtun. Aber ich? Nicht mehr. Keine Bremsen? Kein Problem. Ist es so? Das hat letztes Mal funktioniert. Gott. Yuri, bauen Sie noch an der 42. und 1.? Ja, noch eins hat geklappt. Wieso? Oh Mann! Oh Mann! Nächster Halt, Knast. Nee, das glaube ich nicht, dass jetzt einfach hier Martin Lee gefangen und das war's und nee. Das glaube ich nicht. Oder? Oder? Der hat doch nur irgendwas im Petto. Bring die Ladung zurück ins Labor. Bewegung! Hier spricht Mary Jane Watson. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe schnellstmöglich zurück.
Hey, ich bin's. Sag Bescheid, wenn du reden willst. Und das ist jetzt nicht reden? Nein, 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 nicht die Art von vorbei! Bitte sag nein, bitte sag nein! Okay, okay. Und nicht okay. Was gibt's da nachzudenken? Oh, ach ja? Typisch. Oh, klasse. Du hast es geschafft. Lee kommt ins Raft. Der Teufelsatem ist sicher bei Sable. Wie geht's dir? Wie es mir geht? Wie viel Zeit hast du? Nicht viel. Deine Heldentaten sind mein Papierkram. Aber weißt du was? Gute Arbeit. Danke, Yuri. Das habe ich gebraucht. Und du? Über der Sache mit Lee habe ich die Stadt vergessen. Wird Zeit, wieder der freundliche Spidey aus der Nachbarschaft zu sein. Erkunde die Stadt, um Ausrüstung und Fähigkeiten zu verbessern. Ja. Gib mir einen Tipp. Was soll ich denn machen? Vor allem, hier sind noch so gesperrte Sachen. Guck mal, hier sind noch Dämonenverbrechen. Das haben wir gesperrt. Hier sind noch Dämonenverbrechen. Naja, dann schwingen wir hier mal so ein bisschen. Oh, da stand gerade neue Nebenmission. Wo sind neue Nebenmissionen? Ja. Leute, die wollen mir doch jetzt nicht erzählen, dass hier jetzt die Story durch ist, oder? Also jetzt ist es. Bitte lass es nicht vorbei sein. Na, wir gucken erstmal, was hier jetzt ist. Passiert. Der schon wieder. Sogar die Tunnelmenschen in den Kanälen wissen von der Verfolgungsjagd zwischen der Polizei, Spider-Man und den Dämonen. Erneut macht Spider-Man eine schlimme... Wie hieß die Mission? Fehler? Datei nicht gefunden irgendwie? Ich hab das jetzt... Oh. Es wird Nacht. Ich hasse ja dunkel. Also wenn es hell ist, das... Dann leuchtet unser Anzug so schön. was ist jetzt? Story? Oh Gott. Oh Gott. Jameson hat recht. Du ziehst deine Riesenshow ab, aber am Ende dürfen andere deinen Mist wegräumen. Wie kommen Sie jetzt darauf, Officer? Fisk wird davonkommen. Wohl eher nicht. Wir haben Jahrzehnte Beweise gegen den Dicken. Nicht mehr. Das Fahrzeug mit den Beweisen wurde überfallen. Diese Festplatten werden wir wohl nie mehr wiedersehen. So einfach kommt mir Willy nicht davon. Ich hol die Platten zurück. Okay. Und wie? Nachdenken. Die Beweise haben RFID-Identifikationsmarkierungen. Wenn ich die verfolge, sollte ich die Festplatten finden. Ich muss mich beeilen. Na dann los. Na dann los. Ich spotte immer über Jameson, aber seine ständigen Lästereien erreichen die Leute tatsächlich. Ich meine, Fisks Leute klauen die Festplatten und das ist dann meine Schuld? Aber jetzt ist vor allem wichtig, dass Fisk nicht damit davonkommt. Genau.
Ach was. Gerade noch. Offenbar sind die Festplatten noch alle intakt. So, dann vermasseln wir Willy mal die Party. Warum schrotten wir die Festplatten nicht einfach? Das müssen auch die richtigen sein. Hau ich auf die Kacke? Wir sind gleich da. Sind die buff, dass ich angegriffen habe? Okay, das war unklug. Mit Schlange drücken. Das war's? Sie sind nicht beschädigt. Perfekt. Jetzt muss ich sie nur noch zum Revier Hell's Kitchen bringen. Okay. Hey. Na dann mach mal das. Würde gern Willys Gesicht sehen, wenn er von dem hier hört. Da kommt ihm sein Gefängnis-Bordeaux hoch. Vor allem, es ist ja eigentlich auf der Map noch was zu tun, weil da sind ja halt gewisse Punkte, da steht halt nur gesperrt. Und mich täte schon interessieren, was da nur so passiert. Fizz geht nirgendwo hin. Ich hab die Festplatten. Moment mal. Du wusstest zufällig, wo du sie finden würdest? Vielleicht arbeitest du ja tatsächlich für den Kingpin. Wow, echt jetzt? Ich klaue sie und bringe sie dann zurück? Meint ihr Jungs echt, ich habe nichts Besseres zu tun? Oh-oh. Raketen! Entdeckung! Hey, ist das nicht ein wenig übertrieben? Super, Christian. Der wäre wohl nicht gestorben, wenn er runtergefallen wäre. Ciao, du. Die werfen uns entgegen, was sie haben. Alter, was ist denn jetzt bitte hier los? Alles wegen der Festplatten? Habt ihr noch nie was von der Cloud gehört? Und erst an mir vorbei, wenn sie euch wollen. Verdammt, wo bleibt die Verstärkung? Fuck! Was für ein Ding! Eine Gangster-Fahrgemeinschaft? Immerhin ist Fizz umweltfreundlich. Fuck! Eine fliegende Spinne darf das auf einer Zeit nicht finden! Noch welche? Wir haben den Kontakt zum Dach verloren. Mist! Fizz' Leute haben es wohl nach oben geschafft. Na dann? Wo sind die Festplatten? Fahr zur Hölle! Falsche Antwort! Da ist er. Komm nicht an den Rand! Alles überrascht. Bleib weg von den Ding! Zum Glück nur schnell die Attacke gemacht. Ich geb dir Deckung, Spider-Man! Lasst sie nicht an die Platten! Wo ist denn noch einer? Ich brauch mal keinen Finisher mehr.
Bereich gesichert. Aha. Spider-Man, tut mir leid. Habt ihr Unrecht getan. Jameson soll zur Hölle fahren. Danke vielmals, Officer. Genau. Eins noch. Kommst du wirklich aus einer anderen Welt? Ja, sie heißt Queens. Bis dann. Gucke an. Gucke an. So. Ciao, Nu. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wir müssen auf jeden Fall mal unsere Fähigkeitspunkte verteilen. Es dürften ja jetzt einige mittlerweile sein. Okay, es scheint alles soweit in Ordnung zu sein. Peter Parker könnte mal wieder Zeit im Labor verbringen. Ah, es geht weiter, Story, Leute. Alles ist gut. Aber jetzt gucken wir erstmal ganz kurz. Es gibt neue Anzüge. Oh. Ja, Basis war... Alter. Alter, wie geil ist das denn? Beleidige den Stolz deiner Gegner. Wie geil ist das denn? Der Vintage Comic Spider-Man herstellen. Fertigkeiten, Momentus. Guck mal, hier fehlt uns irgendwie noch ganz schön viel. Was ist denn das hier? Ich verbessere das jetzt hier einfach mal. Die Schwungtritt schlägt die Gegner mit Schild. Oh, das ist natürlich gut. Den nehmen wir mal mit. Was ist denn das hier? Wunschschlag. Okay, wir verwenden ihn eigentlich kaum. Können wir für einen Fähigkeitspunkt noch überhaupt was machen? Ja, das hier. Ich weiß nicht wofür. Aber wir nehmen es einfach mal mit. Gut, Knut. Alter, guckt euch das an. Wie geil ist das denn? So voll Cell-Shading. Das ist ja witzig. Aber will ich so spielen? Ich weiß es noch nicht. Aber witzig ist es schon. Otto! Oh. Ich ziehe da wieder einen anderen Anzug an, Leute. Es ist wenigstens ein bisschen realistisch, muss es sein. Aber ich fand's witzig. So, Otto. Was ist denn jetzt? Oh. Hallo? Parker! Genau rechtzeitig zum Feiern. Feiern? Moment. Wo sind die Arme? Oh, wow. Wie cool. Aber wie haben sie... Intrakranielles neurales Netzwerk. Neurotransmissionsgeschwindigkeit unter einer Nanosekunde. Schneller als Signalübertragung im Gehirn. Oder zu einer externen Prothese. Das ist es, Peter. Und niemand kann uns das mehr nehmen. Das ist Dr. Octopus. Und Ihre Arbeit am neuralen Netz war der Schlüssel. Aber es ist noch nicht mal getestet. Es sind noch so viele Fragen offen. Es funktioniert wunderbar. Kommen Sie, sehen Sie. Das ist beeindruckend. Ein kleiner Fehler. Spannungsspitze. Das ist schnell erledigt. Mal sehen, ob das geklappt hat. Nein, schlimmer als ich dachte. Na, wenn das hier schon so ist, dann muss das ja hier bestimmt hin, oder? Na, geht ja nicht. Halt, stopp! Pass auf, wir machen das einfach Radikalschnitt hier. Guck mal, hier muss es ja auf jeden Fall lang. Warte mal. Das +4?
Ja, die Frage ist, wollen wir hier lang? Ich mach mal hier plus 3. Ich hab ja bloß eh ne so ne... Ich kann hier kein Minus machen. Also muss ich doch da hoch. Aber es geht ja nicht. Oder man geht dann hier einfach so lang. Nee, geht ja auch nicht. Das einzige gerade, was ich hab. Warte mal. Kann man das hier drehen? Wieso kann ich das nicht wegmachen? Ja, ich hätte ja gesagt, hier Schickimicki und so. Ich mach mal einen neuen Start. So. Und der hat ein bisschen zu viel. Vielleicht muss ich ja auch hier einfach nur was ändern. Aber das ist ja hier... das kann ich ändern. Ey, wir haben doch jedes einzelne beschissene Ding so übelst gut hingekriegt. Wieso sollte es jetzt hängen? Na, dann machen wir es halt mit Kurven. Oh, Christian. Nee, geht ja auch nicht. Aha. Ja, manchmal bin ich auch ein bisschen schwer von KP, ne? Aber funktioniert das so? Nein. Okay, der muss hier rein. Oh Gott, mein Kopf. Stabilisiert es sich? Ey, da habe ich mich jetzt aber wirklich ein bisschen blöder angestellt. Mist, die Spitze ist kaskadierend. Weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja, klar schaffst du das. Oh, hier eine Kurve. Hier eine Kurve. Hier machen wir plus 3. Hier machen wir eine Kurve. Hier machen wir gerade. Fuck! So, ist das hier ernst? Plus 4. Plus 3 sind 6. Hier kann ich kein anderes machen. Oh, guck mal hier unten. Da ist ja noch eins. Ah! Ich mach mal minus 2. Wir können das ja dann noch... Das müssen wir doch bestimmt drehen. Nein! Fuck! Dann machen wir hier so. Komm schon.
Oh Mann! Verlust Langzeitgedächtnis. Schädigung. Das ist übel. Doktor? Doktor, es gibt da vielleicht ein Problem. Alles birgt Probleme, wenn man nur danach sucht. Aber den Mutigen gehört die Welt. Zeigen wir der Welt, was wir geschaffen haben. Otto, das neurale Netz isoliert Ihre Motoneuronen nicht. Das könnte auch Einfluss auf andere Teile Ihres Gehirns haben, Ihre Hemmungen, Ihre Stimmung. Wir brauchen einfach noch mehr Tests. Es gab schon genug Tests! Zum ersten Mal im Leben fühle ich mich nicht als Versager. Das hier bin ich. Otto, Sie sind kein Versager. Doch das hier könnte Sie dauerhaft schädigen. Bitte. Gut. Gut. Keine Sorge. Wir schaffen's. Ich bleibe dran. Behebe die Fehler. Geh. Geh. Wirklich alles okay? Ja. Danke, Peter. Für alles. Wir schalten jetzt live zum Grand Central Terminal, wo Bürgermeister Osborne vor die Presse treten wird. Martin Lee sitzt hinter Gittern. Wenn ich der Stadt etwas verspreche, halte ich es. Die Menschen in New York werden bald eine Entscheidung treffen, die diese Stadt für immer verändern könnte. Wenn Sie wählen, denken Sie an den heutigen Tag. Wir sind jetzt sicherer als jemals zuvor. Lügner! Oh, oh, oh. Du hast keine Ahnung, was dir blüht. Doktor? Wollen wir uns mal ein bisschen beruhigen? Das ist doch mal ein Bild. Leute, wir machen trotzdem einen anderen Anzug, obwohl ich das sehr cool finde. Aber ich will nicht so weiterspielen. Aber es sieht cool aus irgendwie. Eieiei. Junge, 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 Junge. Ich sollte Miles anrufen. Hey, Pete. Hi, Miles. Wollte nur nachsehen, wie du die Nachricht über Lee aufnimmst. Also, wenn du hier nicht mehr arbeiten willst, würden May und ich das verstehen. Ich wollte tatsächlich kündigen. Doch dann fiel mir ein, was Dad immer sagte. Ein Held ist einfach jemand, der nie aufgibt. Da hast du recht. Sofern er das Richtige tut. Du hast den Job von mir. Lass ihn sein, wenn du ihn nicht für das Richtige hältst. Die Leute hier. Was Lee getan hat, ist nicht ihre Schuld. Sie brauchen Hilfe und ich helfe ihnen. Ich glaube, Dad würde es so wollen. Ich glaube, er wäre stolz. Das war mir klar. Und Miles, ich bin auch stolz auf dich. Ruf an, wenn du reden willst. Danke, Pete. Ich muss los. May will, dass ich ihr ein paar Büroartikel besorge. Bis bald. Naja. Leute, bin ich erstmal beruhigt. Das scheint doch noch nicht das Ende zu sein. Hier ist ja Dr. Octopus und hier, was weiß ich nicht, alles ist ja hier noch am Start. Also hier passiert schon noch ein bisschen was. Und das auch gut, so liebe Genossen und Genossinnen. Jetzt wollte ich ja mal bei Anzüge ganz kurz gucken. Ja, ich habe keine Basismarken. Das braucht ihr mir nicht erzählen. Das weiß ich. Ja, eigentlich ist mein Problem nur die Basismarken. Welchen ziehe ich denn jetzt an? Der war eigentlich echt cool, ne? Ah, der sah auch cool aus. Wo ist denn der mit dem Spider-Bro? Den fand ich eigentlich ziemlich cool. Den werden wir mal wieder anziehen. Ja, Leute. Martin Lee ist im Knast. Glückwunsch, Captain. Du hast den Rathausbomber. Wir haben ihn. Ist doch Jacke wie Hose.
Ich will sagen, dass du in letzter Zeit wirklich Gas gegeben hast. Du solltest Urlaub machen. Ich bin nicht so der Urlaubstyp. Aber wenn wir den Rest von Lees Leuten haben, mache ich das vielleicht. Kein Flug, kein Koffer. Nur mal richtig ausschlafen. Oh, du weißt, wie man feiert. Aber hey, jeder wie er kann. Oder auch nicht. Hast es dir verdient. Ja, gut. Leute, hier geht's weiter in der nächsten Ausgabe unseres Let's Plays von Spider-Man. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass es jetzt vorbei ist. Aber es geht noch weiter. Zum Glück, Leute. Brauche Lagebericht für Little Tokyo. Transportwagen Oscar unter Beschuss. Die Dämonen. Oh. Wo denn? Leute, so viel Zeit muss sein. Aber wir nutzen diese kleine Jagd als Verabschiedung. Jetzt gibt's noch mal ein bisschen Fratzengeballer. Sable International ist immer klar, aber im Kampf gegen die Dämonen stehen wir auf der gleichen Seite. Die Sable-Jungs mögen mich nicht. Und ich mag euch noch viel weniger. Fehlen ja nun mal noch ein paar Verbrechen eigentlich, ne? Was ist da jetzt gerade passiert? Frechdachs! Stadt zum Kriegsgebiet. Hat aber Spaß gemacht. So, Leute. Jetzt aber wirklich vielen Dank fürs Einschalten. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut, Leute. Ciao.